Kap Verde. Und da ist überall immer der Regenwasser. Ah, vielleicht kommt es auf den Preis an. Wie der Beckenbauer schon gesagt hat, die geben dir so viel. Die sonnenverwöhnten Gipfel nördlich des Wallichsees sind meist schon früh im Jahr schneefrei. Dazu locken sie mit einer tollen Aussicht. Unsere Wanderung beginnt in Winkel, einem Ortsteil von Walchen, und führt uns zunächst auf das ruhige Lochner Horn. Nach den letzten Häusern der Siedlung geht es auf einem steilen Pfad durch den Bergwald. Beginn des Erstfrühlings Anfang April blühen an schattigen Stellen Buffwindröschen und Leberblümchen. Wo es feucht ist, wächst der weiße Pestwurz. Der Ruflattich hingegen mag es trocken. Bereits von der Halbwartalm hat man einen schönen Blick auf den im Süden liegenden Kaiser. Deutlich umfassender ist die Aussicht von der unteren Kohlenriedalm. Auf der Bergwiese blühen Schlüsselblume und Bergaster. Über einen weiten Grashang geht es zur oberen Kohlenriedalm. Die Wiese ist bedeckt mit Frühlingsenzian und Frühlingsanemone. Wo der Schnee gerade weggetaut ist, wächst der Krokus. Es folgt ein letzter Schneehang und wir stehen auf dem 1448 Meter hohen Lochner Horn. Im Osten liegt das Tal von Kössen, dahinter die Loferer Steinberge. Im Norden erkennt man die Chiemgauer Alpen westlich des Geigelsteins. Im Süden erhebt sich die imposante Wand des Wilden Kaisers. Vom Lochner Horn wandern wir hinüber zum Wandberg. Der 1454 Meter hohe Wandberg ist für seine umfassende Aussicht berühmt, die sich von der Gipfelbank ganz entspannt genießen lässt. Beim Blick zum Geigelstein ist gut zu sehen, dass sich in den Chiemgauer Alpen steile, schroffe Berge aus hartem Kalk mit weichen, flachen Mulden aus Mergel abwechseln. Im Süden liegt rechts der Tamekaiser mit der Pyramidenspitze als Hauptgipfel. Links davon der Wilde Kaiser mit Fleischbank, der Einschattung des Elmauer Tors, Predigtstuhl, Ackerlspitze und Maugspitze. Links vom Inntal sieht man Naunspitze und Petersköpfel, rechts vom Inntal den Pendling. Ganz im Westen erkennt man die Berge rund um den Wendelstein. Im Südosten reicht der Blick bis zu den Loferer Steinbergen. Nach einer ausgiebigen Gipfelrast geht es zurück nach Winkel. Dazu steigen wir vom Wandberg stellenweise recht steil hinunter zum Lochner Graben. Dabei passieren wir den Kohlenriederbach, der als rauschender Wasserfall über eine steile Felswand in die Tiefe stürzt. Im Anschluss folgen wir dem Kohlenriederbach, bis wir wieder zurück in Winkel sind. In einem schönen Café in Niederndorf lassen wir die Tour ausklingen.